In diesem Video zeige ich euch, wie man die günstigste Fahrkarte von Duisburg nach Bochum kauft, wenn man nicht den Anschlussbus bzw. U-Bahn und Straßenbahn benötigt. Drücke hier auf und dann hier unter Zieleingabe nach Bochum, Hauptbahnhof. Und dann hier auf DB-Verbindung, auf DB-Tarif. Und wir wollen morgen ab 6 Uhr fahren. Keine Bahncard. Alle ohne ICE. Denn die ICE sind richtig teuer. Moment. Zurück. Morgen. 6 Uhr. Und dann hier auch weiter. Und hier sehen Sie den zur Intercity. 6.46 Uhr und dann kommt der IC 2224 um 7.08 Uhr in Bochum an. Und das würde hier 11 Euro kosten. Und der Verbundtarif, nämlich ein VRR Einzelticket Preisstufe C, kostet 11,50 Euro. Das heißt, wenn man in Bochum bzw. in Duisburg keine Straßenbahn und keinen Bus und auch keine U-Bahn benötigt, fährt man hier schneller und bequemer mit dem Intercity anstatt mit der langsamen S-Bahn. Und wenn man zum Beispiel hier eine Bahncard 50 hat und dann kann man nach Bochum für 5,50 Euro fahren und im Nahverkehr gibt es im VRR-Tarif gibt es keine Bahncard-Ermäßigung. Das heißt, mit diesem Ticket fährt ihr günstiger. Und dann, wenn ihr auch eine Bahncard 50 hat, und wenn man so ein Anschlussticket benötigt für den städtischen Nahverkehr, und dann kann man sich in Bochum ein Ticket für 2,60 Euro bzw. 1,60 Euro für die Kurstrecke kaufen. Und der weitere Vorteil des ICs ist, dass man hier Sitzplätze reservieren kann, denn im Regionalverkehr kann man keine Plätze reservieren. Außerdem kann man beim IC-Ticket auch beim Bonuspunkte sammeln. Ich drücke mal auf nicht sammeln und hier 5,50 Euro mit der Bahncard 50. Das ist so ein super Preis. Mal schauen, wie teuer das mit der Bahncard 25 ist. Bahncard 25. 8 Euro. Nee, und das Ticket mit der Bahncard 25 kostet 8,25 Euro. Und dann drückt man hier auf Bezahlen. Und zusätzlich zum Verbundticket kann man hier auch mit der Bahncard über das Lastschriftverfahren bezahlen. Und man kann hier auch Gutscheine der Deutschen Bahn lösen. Und zusätzlich zur,
zusätzlich zum Nahverkehr kann man auch mit der Kreditkarte bezahlen, wie zum Beispiel Mastercard, Visa, American Express. Und das war's.